Meine sehr geehrten Damen und Herren, Inclusion Painting. Inclusion Painting ist eine Idee, die von der Frau Professor Wedel ins Leben gerufen worden ist. Um was geht es? Wir wollen ganz einfach haben, dass ein arrivierter Künstler gemeinsam mit Special Olympics Athleten, die auch der Kunst zugetan sind, und mit Politikern gemeinsam ein Bild malen. Es ist einfach eine Bereicherung auch für mich immer, mit diesen Leuten zu arbeiten. Ich werde nie vergessen, das Leuchten in den Augen, wenn sie etwas gemacht haben, wenn sie ein Bild erarbeitet haben. Ja, ich habe natürlich als Bürgermeister eine große Freude damit, dass wir im März kommenden Jahres diese besonderen Weltspiele in Graz, in Schladming und in der Rassau haben werden. Wir sind Menschenrechtsstadt und das, was wir wirklich in die Welt hinaussenden wollen, ist die Botschaft, dass jeder Mensch, egal woher er kommt, egal wo er lebt, viele Talente hat. Und diese Talente wollen wir abholen und wir wollen auch alle Menschen, die Handicaps haben, in unsere Gesellschaft einbinden und zwar so, dass man wirklich dann von Inklusion sprechen kann. Und deswegen bin ich jetzt in eine komplett neue Rolle geschlüpft, in dem Fall auch in einen Arbeitsmantel und habe versucht, ein Bild nicht komplett zu verschandeln, das zwei Persönlichkeiten vor mir schon begonnen haben. Und zwei durften dann hinzukommen, nämlich einmal ein Sportler von Special Olympics, einer aus dem Bowling-Team. Wolfgang hat sich wunderbar in dieses Bild eingebracht, das Sie hinter mir sehen. Und ich habe es jetzt auch noch versucht und habe heute einen Grazer Beitrag abgeliefert mit dem Uhrturm, mit dem Schlossberg und einer wachsenden Stadt. Aber es soll ein ganz, ganz deutliches Signal in die Welt hinaus sein. Nehmen wir alle Menschen mit Respekt an und holen wir ihre Talente.